Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf Gamecraft HD und zur neuen Staffel Olympia 2016 hier im Habbo Hotel. Und ja, heute, wie ihr es schon im Titel gesehen habt, geht es um die Spielestätten. Und ja, die meisten Spielestätten, muss ich ganz klar sagen, sind nicht auf momentan. Ich habe es ein bisschen verpeilt. Ich hatte die Chance, paar Spielestätte vor einer Woche zu zeigen, allerdings habe ich diese Möglichkeit nicht genutzt und ja, jetzt muss ich halt warten, bis ich die anderen in den nächsten zwei Wochen dann auch noch zeigen kann. Bevor Olympia dann losgeht, werden wir die Chance auf jeden Fall nochmal nutzen und einen Teil 2 zu machen. Was ich jetzt heute vorhabe, ich zeige jetzt ein paar Räume zur Olympia, die jetzt offen sind, und in der nächsten Folge gibt es dann den Zeitplan, den ich dann euch präsentieren werde, der von Bastita erstellt wurde und veröffentlicht wurde. Und deswegen, das wollte ich nochmal so am Rande erzählt haben. Und ja, das ist das Stadion, Autodromo de Copacabana. Ich zeige euch das Ganze ein bisschen so. Das ist auf jeden Fall so eine Rennstrecke, wo die Leute mit Boxenstopp und so weiter fahren müssen oder sprich laufen müssen, so wie es eigentlich hier im Habbo Hotel ist. Aber man kann natürlich auch ein Auto fahren, das kann man im Shop kaufen und dann kann man damit fahren, und das wird auf jeden Fall was ganz Cooles, denke ich. Und was ich nochmal sagen wollte, sorry für das Rauschen, ich muss halt das Mikro jetzt richtig nah halten an mir, weil sonst, an mich, sonst geht das nicht. Weil letzte Folge war das richtig leise. Und dann gehen wir mal weiter. Das ist auf jeden Fall das eine. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir gehen einfach auf Skinner selbst. Das sind seine Stadien. So, wollen wir mal schauen. Am besten, ich gehe da mal lieber raus. So. Jetzt kann man auf jeden Fall. Hä? Warum funktioniert das nicht? Okay, das ist komisch. Gehen wir einfach mal auf öffentlich. Vielleicht geht das jetzt. Ja, jetzt geht's. Sehr gut. Gehen wir mal in das. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Genau, hier wird Bogenschießen stattfinden. Oder allgemein schießen, ja. Ich weiß gar nicht, heißt das Bogenschießen oder heißt das anders? Auf jeden Fall ist das, hat das was mit Schießen zu tun. Ja, Bogenschießen. Und ja, das ist alles sehr gut gemacht, finde ich. Hier muss man auf jeden Fall diesen Puck schießen und dann dreht sich die Scheibe, und je nachdem welche Farbe man bekommt, bekommt man diese Punktzahl. Und ja, die Regeln und so weiter, die werde ich jetzt nicht so richtig erklären, sondern halt nur grob, wie schon vorhin gesagt. Ja, und das ist eigentlich ganz nett hier, finde ich. So, jetzt gehen wir wieder raus, bevor das wieder nicht geht. Das ist auf jeden Fall das zweite Stadion bzw. Spielestätte. Das offizielle Stadion kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil das von Bastita ist. Und das ist leider momentan zu. Jetzt gehen wir. Ne, Kraftraum ist unnötig. Dort ist er momentan selbst drin im Bau. Da können wir leider nicht rein. Ich glaube, das sind die einzigsten zwei Stadien, die ich jetzt zeigen kann. Ich habe selber noch welche. Das Problem bei meinem ist halt, dass ich es nicht so schnell finde. Deswegen gehe ich mal auf mich selber und suche eben das Stadion. Weil dazu kann man wirklich Stadion sagen. Ist auch ganz groß. Okay. Hier haben wir das. Ist alles ein bisschen komisch, finde ich. Man kann die Räume nicht so gut finden, deswegen habe ich da meine Probleme. Oh, das ist der falsche Raum. Ah, doch, den kann ich auch zeigen. Das ist der Treff.
bei Olympia. Hier werden sich die Athleten und Athletinnen sich treffen und ja, dann geht es halt über diesen Teleporter in die Spielestätte. Hier nochmal ganz zu sehen. So, jetzt möchte ich aber den Raum erfinden. Hier ist ja Olympic Equestrian Center in Brasilien. Das ist eine Pferdearena, wo die Leute halt über Parcours springen müssen. Und wenn sie also das schwarze Feld zum Beispiel, über das schwarze Feld laufen, dann gibt es eine Strafe von, glaube ich, minus 5 Sekunden. Und auch wenn man ein Hindernis nicht schafft, dann bekommt man auch Strafe. Und das wird halt alles dazu addiert auf die entsprechende Zeit. Zum Beispiel, wenn man 1 Minute gelaufen ist, bekommt man halt die minus 5 Sekunden halt noch drauf. Und wer die schnellste Zeit hingelegt hat, gewinnt das Ganze. Also haben 50 Sekunden zum Beispiel gewonnen gegen 1, 1 Minute und 10 Sekunden. So muss man das einfach mal verstehen. Und das ist halt das Ganze hier. Auch wenn das mit dem Schwarzen hier ein bisschen komisch aussieht. Ich weiß, aber das kann man nicht anders machen. Und am Ende soll es wirklich auch realistisch dargestellt sein. Das ist ja auch ganz. Man kann halt jetzt keine Blöcke mehr hinstellen, weil sonst hat man halt das Problem, dass man keine richtigen Strafen mehr aufbringen kann. Und deswegen ist das halt alles so. Und jetzt gehen wir in die Chill-Ecke von mir. Zum Glück, muss ich echt momentan gerade sagen, haben wir noch keine Werbung erwischt. Werbung ist wirklich. Ah, da sage ich's, ne? Okay, das machen wir raus. Also ab jetzt keine Werbung. Was es gibt. Okay, jetzt können wir wieder Musiker machen und in den Raum gehen. Ja, hier können sich die Athleten ausruhen, auch ein bisschen reden und so weiter. Das soll alles hier ja, die Möglichkeit für die sein, ein bisschen hier zu quatschen, aber ich glaube, das wird nicht so genutzt. Da ist eher der Treff, der in Frage kommt für die Athleten. Ist ja auch irgendwo klar. Aber trotzdem habe ich den Raum erstellt, weil er ganz nett aussieht so. Und so, hier kann man auch allgemein chillen, wenn man Bock hat. So, das war das Erste. Wir haben also, glaube ich, jetzt drei Spielestädte gesehen. Und in der nächsten Folge gibt es dann den Rest. Den ich jetzt ja leider nicht zeigen kann direkt. Obwohl ich kann ja mal schauen, ob das doch irgendwie funktioniert. Da muss ich eben. Oh. Was die da eingeben und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Doch, die Stadien sind angeblich noch auf. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich den zweiten Teil direkt hinterher schiebe. Auf jeden Fall, das ist Ping-Pong. Hier werden sich die Leute halt duellieren und ja, das seht ihr dann halt, wenn es soweit ist, wenn halt die Leute gegeneinander spielen. Ich nehme das ja auf. Ich kann es halt schlecht erklären, wie das alles abläuft und so weiter. Das wird man dann halt alles bei Olympia selbst sehen. Und ja, das ist halt der erste Teil jetzt gewesen von den Spielestätten. Ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet oder auch ein Abo, denn ja, über den ganzen Monat hinweg gibt es Olympia und wahrscheinlich jeden Tag 2 bis 3 Videos, wie ich geplant habe. Wahrscheinlich wird es auf 2 Videos hinauslaufen, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn ich mal richtig Bock habe, gibt es auch 3 bis 4 Videos. Also das weiß ich noch nicht, aber das wird auf jeden Fall durchgezogen. Ja, und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. Und ja, bis dahin, ciao.